bin Charlotte Maria Ketzel. Und ich bin Konrad Veit und zusammen haben wir einen 26-minütigen Schwarz-Weiß-Film gemacht, der auf dem schönen Titel Blastogenese X hört. Es ist ein Film, den wir in zwei Steinbrüchen gedreht haben und in diesen Steinbrüchen im Prinzip eine Art Tierdokumentation erarbeitet haben aus ganz hybriden Lebensformen, die zwischen Mensch und Tier und sich gleichzeitig zwischen den Geschlechtern angesiedelt sind. Hallo und willkommen zum 35. Teddy Award. Mein Name ist Jan-Felix Wuttig und heute Abend bin ich hier mit Konrad Veit und Charlotte Maria Ketzel und spreche mit Ihnen über Ihren Film Blastogenese X. Hallo Konrad, hallo Charlotte, schön euch heute Abend hier zu haben. Ja, uns freut's auch. Ja, ich habe mich auch gefreut über euren Film. Ich fand ihn sehr, also extrem reichhaltig in dem, was er gezeigt hat. Und zwar in erster Linie natürlich also irgendwie die Bilder, die extrem gut komponiert waren, die, also um ehrlich zu sein, wunderschön waren. Und aber auch also über den Inhalt, der eine sehr starke, also eine sehr starke intellektuelle Schlagkraft hatte für mich. Relativ oberflächlich betrachtet würde ich sagen, wir sehen hier eine Gruppe von Wesen, die quasi eine Art von Zyklus durchmacht, der über Geburt zu Fortpflanzung zur Brut und quasi zur Verteidigung des Nachwuchses übergeht. Vielleicht könnt ihr in euren eigenen Worten sagen, mit welcher Idee ihr quasi an den Film rangetreten seid. Mit welcher Idee? Uns war es wichtig, mit Blastogenese ein Figurenensemble zu schaffen, in dem wir im Prinzip so getarnt als Naturdokumentation im Prinzip so einen Lebenszyklus anreißen von so ganz hybriden, diversen Lebensformen, die sich eben irgendwo zwischen Mensch und Tier bewegen, aber gleichzeitig auch genderfluid angelegt sind, um damit auch so eine Art utopischen Entwurf zu schaffen, einer Gleichberechtigung, eine Welt zu schaffen, wo im Prinzip die Frage nach Gender, nach Tier, Mensch gar nicht mehr so gestellt wird. Genau, also den Eindruck hatte ich eben auch, dass in dem Film gleich mehrere Grenzen im Grunde genommen dekonstruiert werden. Also einmal die quasi grundsätzliche menschliche Gendergrenzen zwischen Mann und Frau, aber auch im generellen Sinne Genderzuschreibung, aber eben auch diese Grenzen zwischen Tier und Mensch in der Hinsicht. Könnt ihr für euch erklären, was quasi euer Beweggrund hinter dieser Dekonstruktion war? Also was quasi das Statement für euch war, das ihr da machen wolltet?
Ich glaube, man kann vielleicht so ganz platt so zwei Statements sagen. Das eine ist vielleicht irgendwie Life is queer, weil wir irgendwo natürlich so ein bisschen so den Begriff queer erweitern und das Tierreich mit einbeziehen, was uns eigentlich zeigt, dass irgendwie so klassische Rollen, die wir in der westlichen Zivilisation haben, dass die im Tierreich gar nicht mehr gelten. Und das andere ist vielleicht einfach auch zu sagen, we are animals, we are all animals. Also so, es gibt irgendwie keinen Unterschied. Wir sind auch irgendwie nur Tiere. Und das ist natürlich das, was der Film auch ein bisschen mitverhandelt, ist natürlich, dass er den menschlichen nackten Körper auf die Stufe des Tieres stellt und es da gar keine höhere Wertung mehr gibt von der vermeintlichen Krone der Schöpfung der Menschen. Und dann eben gepaart mit diesem Genderfluiden, dass das eigentlich so sämtliche Grenzziehungen halt irgendwo sprengt und dekonstruiert, wie du ja gerade selber gesagt hast. Ja, ich hatte auch den Eindruck, also eine große Komponente eures Films sind ja also diese Kostüme, so die wirklich also extrem gut gemacht sind, also und extrem viel widerspiegeln auch in der Art, wie sie aussehen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es quasi dass diese Kostüme nicht sozusagen den Weg gehen, den handelsübliche Kostüme oder Verkleidungen gehen, nämlich indem sie quasi verdecken oder etwas anderes überdecken, sondern im Gegenteil, dass sie im Grunde genommen den menschlichen Körper erweitern, um diese Teile des Tierischen, also gerade auch was irgendwie Geschlechtsmerkmale angeht, ja, dass eine menschliche Brust überdeckt wird von mehreren Brüsten und in der Hinsicht quasi der Körper zu was Neuem wird. War das so euer Gedanke dahinter oder einer der Gedanken vielleicht? Ja, also wir verwenden ja auch in Bezug auf die Kostüme diesen Begriff der tierischen Attribute, also Attribute als etwas, mit dem man sich schmücken kann und eben natürlich dadurch so neue Funktionen erhält. Also die weibliche Brust so oder auch die männliche Brust wird überdeckt und halt dadurch die Funktion so vervielfältigt. Und gleichzeitig ist es so ein totales Sympathisieren vielleicht auch mit so einem Tier wie ein Schwein, was in unserer Gesellschaft als absolutes Nutztier zur Fleischproduktion gilt. Und dann hat man aber auch wieder so Wesen eben mit so einem langen Schnabel und dann hat man den Schnabel, der eben so phallisch funktioniert, also der eigentlich irgendwie ja halt an einer anderen Stelle angebracht ist und dann irgendwie als ein anderes Geschlechtsmerkmal funktioniert. Also es ist wirklich so, wie du gesagt hast, eine absolute Erweiterung zum menschlichen Körper und ein Erlangen von neuen Funktionen, die uns vielleicht auch so verwehrt bleiben. Und ihr habt in der Art und Weise, wie ihr den Film gemacht habt, ist ja ist quasi extreme Handarbeit gewesen, nach dem, was ich weiß. Also ihr habt mit einer Bolex 16mm gedreht, ihr habt den Film selbst entwickelt, selbst geschnitten und dann, glaube ich, auch sehr aufwendig nochmal digitalisiert. Das ist ja quasi, also das ist sozusagen auch ein Statement in sich selbst, das quasi alles per Hand, diesen Aufwand zu betreiben, ne? Was hat da für euch dahinter gesteckt? War das quasi eine große Art von, sagen wir mal, kreativer Kontrolle über den Film? Oder war das mehr ein besonderer Look, den ihr haben wolltet? Oder? Ich glaube, da steckt ganz, ganz vieles drin. Das muss man, glaube ich, ganz unterschiedliche, das hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Also einerseits haben wir auf 16mm gearbeitet, weil wir einfach verschiedene Abstraktionsfilter gerne haben wollten. Einerseits ist es eben dieses Schwarz-Weiß, die Handentwicklung. Dann haben wir ein Filmmaterial benutzt, was man eigentlich so bis in die 20er Jahre des letzten
letzten Jahrhunderts benutzt hat, einen orthochromatischen Film, der eben so kontrastreich ist und eben so an die Nuller, Zehner, vielleicht noch 20er Jahre des letzten Jahrhunderts denkt. Und das funktioniert natürlich als Abstraktionsfilter. Gleichzeitig hat der Film dadurch einen sehr manipulativen Moment, weil man natürlich irgendwie denken könnte, der Film ist 100 Jahre alt, auch wenn vor 100 Jahren natürlich diese Darstellungen, diese Hybridwesen gar nicht möglich gewesen wären. Und jetzt nochmal auf deine Frage zu antworten. Also da, das war erstmal ganz wichtig, um so um die Form einfach auch mit dem Inhalt verschränken zu lassen, um diese Abstraktionsfilter zu haben. Gleichzeitig merkt man eben dem Film auch an, dass er so genauso händisch und haptisch gemacht ist wie diese Kostüme, wie du ja auch sagst. Das geht auch irgendwie so ganz komisch, weird zusammen. Und ansonsten, du hast die Arbeit angesprochen, die analoge Arbeit. Klar, das macht uns erstmal Spaß, aber es muss natürlich auch passen vom Inhalt her. Und diese analoge Arbeit, also musst dir vorstellen, wir haben halt immer die Möglichkeit gehabt, 3 Minuten Film zu belichten. Dann musste man im Dunkelsack bei Temperaturen von 30 Grad im Schatten mit schwitzigen Händen dann irgendwie im Dunkelsack die nächsten 30 Meter Spule, die wieder einfädeln. Wow, ja. Und das ist so eine Arbeit, also wir haben uns bewegt, langsam wie eine Schnecke, aber das Schöne ist, es ist eine sehr, sehr entschleunigte Arbeit und das tut sehr gut, gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo wir eine Einstellung vielleicht einfach mal manchmal 20 Mal wiederholen und hinterher gar nicht mehr die Zeit für eine Materialauswertung beispielsweise haben, weil es unendlich verfügbar ist. Und der Film, der ist natürlich sehr, sehr reduziert entstanden, also wir haben für die Arbeit ungefähr 2 Kilometer Film belichtet und entwickelt, was auch schon eine Menge ist, aber im Vergleich zur digitalen Arbeit immer noch wenig. Und man musste sich reduzieren, weil man wusste, das müssen wir alles noch selber hinterher entwickeln per Hand, den Film trocknen, den Film digitalisieren und dann kam man erst zum Schnitt. Und dadurch hat man ganz anders gearbeitet, also wir sind im Prinzip sind wir in so 2 Steinbrüche gegangen, eingestiegen, guerillamäßig mit eben unseren Kostümkamera, Stativ und haben aus diesen 3 simplen Elementen dann eigentlich den Film performativ erarbeitet und ganz, ganz viel geprobt. Und Charlotte hat so viel angeboten, weil sie diese Figuren schon viel so intuitiv so erdacht hat. Und dann haben wir halt überlegt, welches Framing, was macht irgendwie Sinn. Und dann haben wir das so, ja, für uns eine ganz intime Arbeit, die nur aus uns beiden eigentlich entstanden ist, das dann eben vor Ort so ein bisschen erarbeitet mit diesem trägen, langsamen, schwierigen, analogen Filmmaterial. Entschuldigung, das war eine lange Antwort. Das ist super, ja. Das hatte ich gehofft. Um nochmal auf die Kostüme zurückzukommen, die sind ja auch schon extrem kunstvoll in der Art und Weise, wie sie eben den menschlichen Körper und gewisse Aspekte des Tierischen irgendwie verbinden. Wie seid ihr da dran gegangen? Also ihr müsst ja quasi irgendeine Art von Startpunkt gehabt haben, wo ihr sagt, okay, vielleicht nehmen wir hier die Elemente dazu, vielleicht passt das gut. Was war quasi da so der kreative Prozess? Also die Kostüme überhaupt, so von der Thematik, das ist schon auch etwas, was mich künstlerisch sehr beschäftigt, also allgemein Kostüm, aber auch eben so diese tierischen Elemente. Und dann ist das eigentlich auch so, dass ich immer auch gefundene Materialien zusammensammle und die dann über die Menge so assoziativ irgendwie zusammensetze. Also so ist eben diese Art Schildkröte, das sind so alte Fellmützen, die ich mal geschenkt bekommen habe, die ich dann irgendwann zusammengefügt habe und dann bearbeite ich die mit wirklich Materialien so von Farbe bis Kleister, so lange, bis die irgendwie was sehr Haptisches bekommen. Und die werden ja dann so an den Körper einfach mit so Klickverschlüssen drangefügt. Das hat dann immer so einen leichten Outdoor- oder Survival-Charakter auch irgendwie und ist natürlich auch funktional. Und die Farbigkeit der Kostüme wurde halt dann auf das Filmmaterial größtenteils angepasst. Also wir wissen natürlich, das Schwarz-Weiß-Filmmaterial kann bestimmte Farben aufnehmen oder es braucht etwas sehr Kontrastreiches, damit das irgendwie abgebildet werden kann.
Und dann müssen die Kostüme natürlich so funktionieren, dass man sie vielleicht zwischendrin sauber machen kann. Also der Steinbruch ist eine schmutzige Angelegenheit. Das heißt, so Materialien wie auch Silikon, was man wieder abwaschen kann, oder auch so Glasfaserverbund, was einfach wasserfest ist und stoßresistent, das kommt dann halt auch sehr gelegen. Ja, oder die, also diese ganzen Überzieher für die Hände und für die Füße, das habe ich dann einfach gehäkelt. Ja. Und die kann man auch einfach in die Waschmaschine tun. Das ist natürlich auch angenehm. Ja, super. Also mir hat die Ästhetik der Kostüme extrem gut gefallen. So. Das gab es da viel, also habt ihr viel rumprobiert? Gab es einige Kostüme, die ihr vielleicht dann nicht eingesetzt habt? Oder wo ihr gesagt habt, so, okay, vielleicht passt das eben dann nicht so sehr zu dem Look, auf den wir hinaus wollen? Also, willst du antworten? Oder ja? Also Charlotte ist irgendwie wie so ein kleiner Oktopus mit 8 Armen. Sie macht irgendwie ganz viele Kostüme parallel, die irgendwie entstehen. Und viele schaffen es gar nicht irgendwie in die Bewegtbildinszenierung. Manche vielleicht in eine Fotoinszenierung. Das kommt immer ganz drauf an. Und was wir gemacht haben, ich glaube, wenn du so nach so einem Startpunkt fragst, wir hatten 2017 das erste Mal die Möglichkeit, analog zu drehen und haben da einen kurzen Film gedreht von 2 Minuten 45, der auf dem schönen Titel Blastogenese 2 hört. Und da haben wir eigentlich das erste Mal so mit diesen Kostümen zusammengearbeitet. Mhm. Und dann kamen so viele Sachen zusammen. Also die ersten Aufnahmen waren zum Beispiel, wir kommen aus Niedersachsen, der Harz ist nicht sehr weit, da kann man in Ruhe in der Natur drehen und nackt sein und komische Dinge performen, die Menschen anstößig finden könnten. Und das haben wir dann oft im Wald gemacht oder auf irgendwelchen Lichtungen. Und dann kam irgendwie so ein bisschen später halt so dieser Gedanke, dass wir das, glaube ich, irgendwie eher in so abstrakte Landschaften setzen, die sowas Mondartiges haben, die man nicht mehr entschlüsseln kann. Sind sie vor der Menschheit, nach der Menschheit? Das kam dann mit dem Vorgängerfilm und wurde dann in Blastogenese X dann nochmal weitergeführt und nochmal auch konsequenter vielleicht auch, muss man sagen. Und jetzt nochmal eingehend auf deine Frage. Also Charlotte hat halt so viele Kostüme und wir haben dann für Blastogenese X haben wir dann einfach mal alles Mögliche zusammengelegt, was wir irgendwie hatten und haben uns das angezogen, beide, und Stellproben gemacht und überlegt, okay, wir haben jetzt die Figur, das ist eine Figur, die ist vielleicht eher wie so ein Jagdtier, die könnte sich wie eine Katze bewegen. Und dann haben wir den Figuren verschiedene Szenen und Handlungen zugeschrieben, die eben stark so mit Reproduktion arbeiten, eben ob das der Geschlechtsakt ist oder wie das Eier ausbrüten. Mhm. Also die Eier haben eine große Rolle gespielt. Und dann hat sich das so sukzessiv eigentlich Stück für Stück entwickelt. Also wir haben ja den Film, den haben wir in 2 Sommern gedreht, 2018 und 2019, an über 30 Drehtagen. Und das hat sich halt immer wieder, hat man darüber reflektiert, viel gesprochen. Und dann kam Charlotte immer mit ganz wunderbaren Ideen, wie zum Beispiel der Laufvogel, der dann irgendwann im Wasser grundelt und sowas. Ja. Und haben dann immer geguckt, so was passt irgendwie noch. Und so hat sich das dann irgendwie so Stück für Stück entwickelt. Ich glaube, was die Frage vielleicht auch noch so erweitert, also die Kostüme, wir haben sie eigentlich alle so verwendet, wie sie waren. Mhm. Teilweise sieht man nicht wirklich was durch, teilweise kriegt man keine Luft. Und das Einzige ist, ich hatte einen, wie ich finde, sehr schönen Schnabel angefertigt, der so was Elefantenvogelartiges hat. Und der war tatsächlich zu schwer. Ah. Also ich habe den mit meinem Kiefer nicht hochdrücken können. Also sonst hat man ja diesen langen Schnabel, der auch wirklich so über 1 Meter Länge hat. Den kann ich schon mit meinem Gesicht irgendwie so steuern. Und der andere, das gibt es ein wunderschönes Standbild, aber mehr auch nicht, weil ich einfach keinen Meter vorwärts gekommen bin. Ja. Ja. Sonst haben wir sie tatsächlich so verwenden können, wie ich sie dann auch angefertigt hatte. Wobei es gab Kostüme, wo du nichts mehr durchgesehen hast. Ja, also ja.
wo man wirklich ganz klar eine Choreografie machen musste, so bis dahin nicht weiter irgendwie, also gerade dieser Laufvogel, der hing dir ja wirklich auf dem Kiefer, du hast kaum Luft bekommen, dann war es super heiß, also das war manchmal schon eine ziemliche Challenge, das zu machen und Gott sei Dank waren wir die meiste Zeit alleine, wir hatten ab und zu mal Besuch von irgendwelchen Instagram-Mädels, die wir in einem Steinbruch getroffen haben, irgendwie, ich glaube, das muss sehr witzig ausgesehen haben, was wir gemacht haben. Auf jeden Fall. Ja. Super, ja. Also das spielt für mich eben auch alles irgendwie in diese Haptik rein, die ihr jetzt auch erwähnt habt. Also eben die Haptik der Kostüme, aber eben auch gerade so dieses Fühlbare des Steinbruchs. Also diese, weil das eben so eine Art von Interpretationsfläche bietet, auch für den Film. Ne? Also meine Idee war quasi, dass das ist quasi in einer Zeit vor der Menschheit, vor der Zivilisation, vielleicht auch vor einer Art von Zuschreibung von Genderrollen, von Geschlechterverteilung. Und insofern funktioniert das extrem gut. Habt ihr da, also ihr seid quasi auf diesen Steinbruch gestoßen, einfach weil es bei euch quasi sozusagen ums Eck war. Also hattet ihr speziell einen besonderen Gedanken, warum jetzt quasi diese Mondlandschaft? Ja, ich glaube irgendwie, wenn man Filme macht oder Bilder macht irgendwie, das geht ja jedem so, das geht ja bestimmt auch so. Man hat ja ganz viel abgespeicherte Bilder, manche sind so im kollektiven Bildgedächtnis, manche sind sehr persönliche durch die eigene Sozialisation, was man so gesehen hat und mag natürlich auch. Bei mir ist es, glaube ich, dass ich in meiner frühen Jugend einfach ganz fanat war in Stummfilme, in Filme so aus der Mottenkiste der 50er Jahre, also B-Movies à la Jack Arnold, Science Fiction, Space Age, da kommt ganz vieles irgendwie zusammen und irgendwie und in diesen Filmen ist es ja meistens immer erstmal ein Fehler, wenn man irgendwie merkt, Mensch, in diesem Godzilla-Kostüm, da steckt ja ein Mensch drunter. Und bei uns war es ganz beabsichtigt, diese Schnittstelle zwischen nackt menschlichem Körper und Kostüm sichtbar zu machen. Und um jetzt auch nochmal auf deine Frage zu antworten, also es steckte so im Kopf irgendwie so drin, so ein Gefühl, was mich ja eben aus so vielen Filmen, die ich so in meiner Jugend gesehen habe, irgendwie eine Rolle gespielt haben, eben dieses diese artifiziellen, mondartigen Landschaften, dieses nicht mehr, dass man das nicht mehr zuordnen kann an eine Zivilisation irgendwo. Mhm. Und das war dann ganz intuitiv, dass wir so dachten, das ist irgendwie richtig, das zu machen. Und dann waren wir ganz fasziniert von diesem, also wir haben das größtenteils in Abraumhalden gedreht, die sich dauernd verändert haben. Mhm. Also an manchen Stellen ist man knietief eingesunken in so gipsartige Strukturen, also wie im Wattenmeer quasi, da konnte man dann gar nicht drehen. Eine Woche später waren die gleichen Stellen steinhart, wenn es geregnet hatte, dann sind diese Risse entstanden und das war ganz toll natürlich, mit diesen Strukturen irgendwo zu arbeiten, um ja, wie du sagst, eben auch so dieses Haptische an diesem Steinbruch so ein bisschen einzufangen, immer schwarz-weiß und die harten Kontraste im Kopf zu haben und damit zu arbeiten. Und es ist dann irgendwie eine ganz schöne Symbiose entstanden zwischen Charlottes Kostümen und diesen Steinbrüchen plus dem Material natürlich. Genau, also das hatte für mich irgendwie einen sehr starken Einschlag, eben der Ort zusammen mit der Ästhetik. Ihr habt gerade auch schon erwähnt, dass ihr schon länger auch zusammenarbeitet und also unter anderem bei Blastogenese 2. Könnt ihr quasi, also das ist jetzt eine große Frage, aber könnt ihr quasi in dem Korpus eures Werks sagen, ob Blastogenese X einen besonderen Platz einnimmt oder beziehungsweise ob Blastogenese X quasi eine Art von Schritt darstellt, den ihr früher so nicht gemacht hättet? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja davor wirklich Kurzfilme gedreht, also 2 Minuten 45, wie du gesagt hast, also so in dem Rahmen bis zu 6, 7 Minuten.
oder auch mal vielleicht dann so 10 Minuten, aber nicht wesentlich länger. Und also auch dieses langwierige Arbeiten an einem Film und wirklich so alles, was uns thematisch sowohl als auch ästhetisch so am Herzen liegt, in ein Projekt so reinzubringen, ist schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr besonders für uns. Und der Film ist vielleicht auch so dadurch, Konrad ist jetzt aus dem Studium raus und ich bin noch im Studium drin, so ist das schon so eine, wie so ein Plateau, was man irgendwie erreicht hat, wo man merkt, dass man wirklich thematisch und ästhetisch an einem Punkt mal war, wo alles so zusammengekommen ist und man diese Arbeit vielleicht auch in 10 Jahren sich angucken kann und immer noch damit zufrieden ist. So. Ja, ja. Oder um das vielleicht auch mit den Science-Fiction-Worten zu sagen oder um die B-52s einmal zu zitieren, Blastogenese X ist ein Mutterschiff auf jeden Fall. Also das ist gar keine Frage. Also es ist so ein Herzensprojekt, ein Herzensmutterschiff, was wir in den letzten 2-3 Jahren auch immer wieder verlassen haben und dann ganz bunte Sachen gemacht haben, weil wir immer wieder so nach Farbe auch gedürstet haben in der Zeit, in der man nur schwarz-weiß arbeitet. Ja. Trotzdem ist vielleicht dieser Film, auch wenn er schwarz-weiß ist, bunter als viele andere Filme, die Farbe benutzen. Also das kann man vielleicht auch sagen. Aber ja, aber vielleicht auch nochmal, um weiterführend zu antworten. Also ich glaube, der Kit bei unseren Arbeiten ist irgendwo, dass wir immer dieses bizarre Figurative irgendwo ausstellen in irgendeiner Form. Mhm. Und das immer, dass natürlich immer so soziale Dinge, meistens natürlich auch mit Gender gepaart, immer irgendwo hinterfragt, auch manchmal was Ironisches irgendwo hat. Das steckt in vielen Arbeiten drin. Aber bei Blastogenese war das wirklich so ein unglaubliches Herzensanliegen, also vor allen Dingen auch irgendwie die Tierwelt mit einzubeziehen. Also weiß ich nicht, wir sind manchmal so durchgeknallt, wenn wir im Park sind und wir sehen irgendein Insekt, dann synchronisieren wir das irgendwie. Also wir haben da irgendwie so ein sehr, sehr ähnliches Auge, so was Tiere irgendwo angeht und stellen uns auch selber gerne so auf die gleiche Stufe irgendwie, indem wir irgendwie so eine Raupe synchronisieren oder komisch mit Charlottes Kater sprechen irgendwie, der eine große Inspirationsquelle war. deswegen ist uns, glaube ich, auch das einfach so dieses, dass wir irgendwie, wir reden alle mal viel über Gleichberechtigung und es ist super wichtig, aber wir fanden irgendwie, dass in der Gleichberechtigung, in der Zeit, in der wir leben, irgendwie auch die Tierwelt auch irgendwie eine Gleichberechtigung erfahren muss. Und wir finden so tolle mannigfaltige Facetten in der Tierwelt und das wollten wir so ein bisschen mit einbeziehen, plus diesen ganzen Genre-Hybrid zusetzen mit Sci-Fi, Stummfilm und was man alles rauslesen kann, wenn man möchte. Aber das war, glaube ich, so nur für uns einfach so als Filmmachende so unglaublich, unglaublich wichtig, dass wir das so, dass wir da eine Form gefunden hatten, um die Tierwelt mit einzubeziehen ein Stück weit. Ja, das ist ja vielleicht so eine Identitätsfrage, ne? Also diese, wie du vorher mal meintest, dass diese Eier so eine wesentliche Rolle spielen. Diese Eier sind so ungefähr, ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt ein Ei legen könnte, wäre das vielleicht im Verhältnis zu meinem Körper. Und was bedeutet eigentlich die Rolle der Frau irgendwie mit beispielsweise Kinder bekommen? Also wenn man jetzt eine Schildkröte nimmt, da hört die Mutterschaft bei dem Graben des Lochs und dem Eierlegen eigentlich auf, ja? Oder das Pflegeverhalten auch von Vögeln, wenn die ihre Eier immer wieder mit dem Schnabel irgendwie sortieren. Und gleichzeitig hat man aber bei einem Vogelstrauß vielleicht so diesen Balztanz von irgendwie den männlichen Vogelstraußen. Also es ist halt auch so ein Spiel mit irgendwie Rollenverhalten von Tieren. Und das hat halt auch an manchen Stellen, das wurde manchmal auch so reingelesen, dass es halt so, wo man nicht weiß, inwiefern, also es ist natürlich ein Sympathisieren mit Tieren und das hat in mancher Hinsicht auch so wie diese Silikonzitzen, dann kriegt das sowas von so einem ein bisschen bizarren Fetisch oder so auch, ne? Also es sind halt so verschiedene Aspekte, die so zusammenkommen und man kann immer auf einen Aspekt eingehen. Ja, ja. Das war
genau, also da dachte ich auch, dass da würde sich quasi die Lesart zumindest bei einigen anbieten, ja. Das macht auf mich auch den Eindruck, als wie soll ich das ausdrücken, als hättet ihr quasi auch kein Problem, quasi eure Umwelt zu nehmen und Film oder Kunst daraus zu schaffen. Das heißt, für mich wäre quasi die Frage auch so ein bisschen, seid ihr gerade dabei, quasi die Ideen oder das Thema, das ihr quasi bei Blastogenese X auch stark vertretet, noch weiterzutragen in andere Projekte? Ja, das vielleicht die also ich glaube, das Thema der animalischen Performances, ich glaube, das ist ein Thema, das ist jetzt erstmal abgeschlossen. Also für uns als KünstlerInnen ist es irgendwie natürlich total wichtig. Also wir werden jetzt immer schon gefragt, wann kommt denn die Fortsetzung? Also ich glaube, das Schlimmste ist, dass man sich immer wiederholt und nichts Neues schafft. Und das nächste Projekt wird sicherlich ganz anders werden. Also wir werden sicherlich weiter mit Kostüm arbeiten und wie ich vorhin meinte, mit einer bizarren, figurativen Darstellung, die immer im Fokus steht. Aber das wird anders sein. Also wir werden weiter sicherlich multireferenziell arbeiten und irgendwie in unserem Herzen sind irgendwie genderfluide, queere Darstellungen ganz wichtig, genauso wie das Space Age der 60er Jahre und ganz viele Facetten. Das wird bestimmt immer wieder nochmal vorkommen in anderen Formen. Aber so ganz genau so definitiv glaube ich erstmal nicht. Also. Ja, also auch so, also das kann man vielleicht, nee, können wir, glaube ich, so in dem Moment nicht beantworten. Also ist das, also dieses, ja, wie du gesagt hast, also diese Figuren, die sich immer irgendwo so in anderen Zeiten bewegen, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Thema, was so bleibt. Und wir gucken mal. Ich glaube, irgendwie, vielleicht kann ich das noch sagen. Ich hoffe, es führt nicht zu weit. Also aber ich will da ganz, weiß nicht, ganz persönlich irgendwie antworten. Also ich bin seit ganz, ganz langer Zeit dabei, der Beziehung zu meinem transsexuellen Vater nachzuspüren irgendwo und dann ein Filmprojekt zu machen, was aber viel, viel essayistischer und kühler werden wird. Und ich gar nicht weiß, ob ich das schaffe, das hinzukriegen, weil es eine ganz andere Form irgendwo bedarf, das hinzukriegen. Aber das zeigt vielleicht schon, dass Blastogenese X natürlich nicht eins zu eins autobiografisch ist, aber dass diese Themen, und deswegen freuen wir auch irgendwie uns bei dir jetzt virtuell sitzen zu können und nominiert zu sein für den Teddy Award, weil das ist so, das ist einfach so ein Kontext, der uns ganz, ganz wichtig ist, der irgendwie sich in unseren Arbeiten zeigt, auch wenn die von der Form wieder anders werden können irgendwo. Auf jeden Fall. Also ich glaube, letztendlich, es ist immer ein Spaß mit dem Spiel, was uns vorantreibt, aber es ist, glaube ich, auch immer mit diesen figurativen Darstellungen natürlich immer ganz platt ausgedrückt Diversität stiften. Und wir brauchen mehr Diversität, immer mehr bitte irgendwie. Deswegen ist irgendwie der Teddy auch so wichtig als Instrument des Sichtbarmachens, irgendwie gerade jetzt in dieser pandemiebedingten Zeit, dass irgendwie die ganze Vielfalt irgendwie unserer Identitäten, die so vielfältig ist, wie wir Menschen auf diesem Planeten sind, dass die irgendwie Raum bekommt in Kunst, in Film irgendwie. Und es wird immer weiter ein Humus bleiben für uns auf jeden Fall. Ja, also genau in der Hinsicht würde ich mich auch tatsächlich sehr freuen, wenn ich euch in Berlin quasi bei der zweiten Hälfte der Berlinale sehen würde, beziehungsweise bei der zweiten Hälfte des Teddy Awards. Gerade auch vor dem Hintergrund, weil ich glaube, dieses Statement der Stärkung von Diversität ist eben sehr stark in eurem Film vertreten und gerade, wie ihr meint, als Kulminationspunkt eures Schaffens bisher, ja, würde ich den da gerne tatsächlich auch mal richtig im Kino sehen wollen. Danke, ja, Ja, hoffentlich. Der ist ja. auf jeden Fall natürlich für die große Leinwand gemacht. Auf einem kleinen Monitor ist es schwierig irgendwie, aber
wir sind gerade extrem glücklich über die Aufmerksamkeit irgendwie, die da ist in dieser schwierigen Zeit irgendwo. Das ist erstmal toll und ja, ich glaube, wir hoffen alle irgendwie aus tiefstem Herzen, dass es irgendwie im Juni stattfinden kann und ja, man sich auch mal persönlich kennenlernen kann, vor allen Dingen irgendwie. Wir haben die letzten Tage Teddy TV verfolgt und uns irgendwie Super. Total gefreut irgendwie darüber, dass gerade auch gestern irgendwie mit Bartholomäus, das war irgendwie total schön. Hoffentlich kann das irgendwie alles stattfinden. Das ist irgendwie ganz, ganz wichtig. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Okay, ich glaube, das wäre es erstmal von mir. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr mit mir über Blastogenese X gesprochen habt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, erstmal, ob wir uns im Sommer in Berlin wiedersehen und dann auch auf euer weiteres Schaffen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern.